Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Trouble in Terrorist Town. Zusammen mit unserem Fortnite-spielenden Spasti Matt Kaplinski, dem Mann mit den 1000 Fetischen Lord Ecke und dem Motivationshydrant Olaf Min 500. Du bist der Motivationshydrant. Und jetzt darf ich mich gleich wieder killen, weil keine Regeneration auf dem Server an ist und du mich angeschossen hast, du Lars. Dann mach dir doch. Ey, ich hab doch Essen, ich hab Essen, ja. Kill dich, warte. Kill dich. Nein, Junge! Erstens könntest du mal den Befehl buchstabieren. Und Scheiß drauf. Einen Innocent wieder rausnehmen. Das ist jetzt das Problem, die Innos sind jetzt heute ein bisschen schlechter. Weil ich habe das jetzt ja so abgepasst, als würden wir zu 5 spielen. Nimm einfach 2 raus oder buchstabier den Befehl. Die Runde beginnt. Ist ja toll. Und es laggt nicht so sehr wie letztes Mal. Es laggt überhaupt nicht. Okay, wo treffen wir uns direkt, damit wir uns nicht mal absichern können? Letztes Mal, als wir uns alle getroffen haben, waren wir alle tot. Ja, wenn wir alle zusammenbleiben würden. Da kann man nicht hoch. Du musst einen Geheimgang nehmen. Junge, wenn ich Mörder wäre, dann wäre es richtig taktisch unklug von mir zu versammeln, wo alle dann da sind, zu trommeln. Nein, hör auf, Matt Kaplinski. Junge, was, hör auf. Lord Ecke, nein. Der Geheimgang, um hochzukommen, ist da hinten in diesem orangenen Geschenk hinter dem Haus. Da ist eine Leiter nach unten und ein Kommentar. In dem grünen Geschenk. Auf den Lord Ecke. Ey, lass mal nicht in den Untergrund wie letztes Mal. Warum nicht? Hä, man ist Obergeschoss. Warum wohl? Das klingt ja gar nicht. Was ist das? Hä, wo bist du denn? Ein Geschenk. In welchem? Im Orangenen. Also grünen, ja. Ja eben! Das Grüne ist nicht das Orangene! Das Orangene, okay, gut. Ja, nicht das Orangene. Wenn mich einer killt, dann ist es auffällig, wer mehr Leute sind, mehrere Zeugen, das heißt, killt mich nicht. Und da ist der... Und wenn man tot ist, darf man nichts sagen, nur jetzt an die anderen. Ja, klar, aber wenn ihr mich killt und andere das sehen, dann... Übrigens, Leute, ich hab Angst, dass Lord Ecke mich hier runterschlägt, ne? Also wenn ich gleich tot bin, dann ist Lord Ecke Mörder. Ey, du bist Mörder, ich sag dir, wie, du bist Mörder. Genau, ja, das genau, hast du letztes Mal in Mörder gesagt, als du Mörder und Detective warst. Soll mir Lord Ecke killen? Du bist der Einzige, der nichts gemacht hat, Günther. Ja, guck mal. Alle haben noch nichts gemacht. Der andere ist... Wollt ihr Ecke killen? Ihr habt mal kurz alle eure Fresse, ja? Könnte der Olaf Nünn sein? Der andere ist so richtig auffällig. Also, ich hab Angst, dass der mich runterschlägt und der so... Ja, du bist doch bestimmt eh Mörder, so. Olaf und Lord Ecke. Sind alle drei hier drauf. Jeder. Olaf und Lord Ecke sind auf dem Lord Ecke. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns Mörder ist, ziemlich hoch. Und ja, ich glaube, das könnte... Ich würde euch beide einmal hitten und ihr wärt tot. Ich glaube, Olaf Nünn ist das, oder? Ja. Hey Junge, warum versuchst du die ganze Zeit von dir abzulenken? Aber ich bin. Du hast Angst, dass einer von euch Mörder ist und ich gleich tot bin. Ja, Mann, ernst? Ich hätte dich jetzt schon 20 Mal schlagen können. Wie hast du das Schwert genannt? Könnt ihr euch beide einmal hitten und ihr werdet tot? Echt? Wie hast du dieses Schwert genannt? Ihr würdet hier runterfallen und dann wärt ihr halt tot. Ist halt so. Mein Bruder hat mir den Schwert gegeben, das heißt, Olaf stinkt. So. Warum ist der Mörder? Mein Schwert heißt Olaf Stinkt. Außerdem danke, dass du das vorliest. Jetzt weiß ich, welche Rolle du hast. Ja, ist mir auch klar. Das heißt? Oh Mann. Kleiner Tipp, hätte er das Mörderschwert. Was ist mit dem Dreckspawnpoint los? Er ist ja jetzt innocent oder warum? Was ist denn für eine Rolle? Ja, Inno. Er ist Inno. Das Olaf-Stinkt-Schwert ist sein Innocent-Schwert. Leander wollte auf Olaf gehen, obwohl er nichts gemacht hat. Und jetzt ist auch noch Bestätigung, dass er innocent ist. Also wollte er einfach von sich ablenken. War das der Olaf nennen, oder? Also ich wäre dafür, dass wir Leander töten. Nein, bitte, bitte. Wirklich. Weil irgendwann muss ja auch mal was passieren. Er so. Ist bei mir die ganze Zeit und läuft um mich herum. Weil ich nervös bin. Hallo! Nein! Alter, Matt Kaplinski, das war so auffällig von dir. Hä, ich bin im Nichts gespawnt, lol. Du bist an der richtigen Stelle gespawnt. Jetzt, okay, ich bin das Im Gegensatz zu mir. Ach, sind alle tot? Ja.
Ich hab auch. Warte kurz. Du bist an der richtigen Stelle gespawnt. Ja, Schwert umbenennen. Gar nicht. Du bist so. Okay, Runde geht los. Also einer ist im Untergrund, warum auch immer. Ja, Lord Ecke ist im Untergrund, das ist irgendwie creepy. Warum auch immer. Oder warte, Günther, warum verdächtigst du ihn direkt? Herr Lord Ecke ist nicht im Untergrund, Lord Ecke ist auf dem Lord Ecke. Ja, der hat sich gerade... Er tötet mich! Ich bin tot. Du musst die Fresse halten, by the way. Hab ihn. Läuft auch mal mit dem Bogen One-Hitters, Alter. Du warst schon Hälfte tot. Ich musste noch nicht die Fresse halten. Ich war gerade am Runterfallen vom Lord Ecke, als ich das gesagt habe. Ich hätte ja nicht töten müssen. Ja, ich weiß, aber du hast mich nervös gemacht. Die Gehirnspieler. Ich bin nervös. Gönnen. Ein bisschen. Ich hab ein bisschen Angst. Er ist wieder in meiner Nähe. Ja, weil du zu mir gelaufen bist. Hier ist mein Spawn, du Cake. Junge, aber du tust immer so. Du versuchst immer so unauffällig zu sein. Und irgendwie den Fokus auf andere Leute zu lenken, und dann bist du das immer. Die Sache ist, ich lenke den Fokus immer auf andere Leute, um dann, wenn ich Mörder bin, mal abzulenken. Was es immer dasselbe ist. Ich glaub auch Matt, weil der war gleich so krass. Ich mein Bruder auch immer, weil er mich beschuldigt, dass ich so aufgelegt bin. Für Matt, als ich gesagt hab, wer ist auf der Map. Ja, und eins muss ich zugeben. Das war ein bisschen dumm von mir. Irgendwie sind Gehirnspiele sind ein bisschen lustiger, als wenn man gleich irgendwie Leute killt. Ja, das hast du noch gemacht. Nein. Ich lerne ja daraus. Matt, warum nimmst du keine Rüstung mit? Lustiger, wenn so Spannung aufgebaut wird, wenn man nicht weiß, wer der Mörder ist. Aber warte, ich hab den Chat noch anfangen. Ja, irgendwie bist du verdächtig. Ich auch, gute, geh da nochmal. Checken, dass Matt Kaczynski verfolgt mich die ganze Zeit. Junge, ich lauf weg von dir! Hä, ja, als ob. Die Fresse, Junge. Das kann ich bezeugen. Das habe ich gesehen. Was, dass ich weggelaufen bin? Ja, das ist nur eine List, dass er wegläuft, damit man nicht erwähnt. Dass dir hinterher gelaufen ist und dabei sagt, warum läufst du mir hinterher? Genau. Ja, aber er tut doch nur so. Ja, kannst du auch sagen. Es ist der Günther. Weil er so gut wie nichts gesagt hat in letzter Zeit. Ja, und du sagst immer was, wenn du irgendwas bist, also. Das ist echt so. Und ich sag immer was, deswegen. Ich bin immer normal. Olaf war bisher halt auch noch nicht. Also, ihn ganz ehrlich, ich auch nicht. Er kommt. Bevor ich Günther geschlagen hab, hat mich doch keiner im Fokus gehabt, oder? Dass ich Mörder wäre. Wobei. Ja, aber du hast es halt sehr auffällig gemacht, halt. Jeder stand daneben und du hast ihn einfach gekillt. Ach ja, ich will nur sagen. Lord Ecke ist Mörder, denke ich mal. Dass du Mörder bist. Mit dem Schwert, da möchte ich dir eigentlich immer noch das Schwert in den Drachen stecken. Ich will nicht sagen, dass Lord Ecke vermutlich Mörder. Ah ne, Matt, oh, lebt noch. Warum verdächtigst du mich denn jetzt wieder? Ich hab einfach nur aufgehört zu reden. Ich dachte, er will sagen, dass du Mörder bist. So. Aber du hast ihn währenddessen getötet, dachte ich halt. Aber er lebt ja noch. Ja. Wir könnten mal so einen Traitor-Raum machen, dann wäre es vielleicht spannender. So eine Enderperle oder sowas. Kennst du sowas nicht aus normalen TTT? Ich hör grad irgendwas. Anpunkt machen! Ey, ich hab grad so ein Traitor-Room oder Traitor-Shop. Ja, schön, dass der Klingelton, ich bin Mörder! Ich war eben gerade so ein Endergeräusch oder so. Was? Wo bist du denn? Ja, hinten. Ich glaub, der ist bei mir. Ey, Leute, wollen wir uns verbünden gegen Olaf? Genau! Warum? Also, Leute, ich hab jetzt schon jeden verdächtigt diese Runde. Weil ich mir immer nicht sicher bin, wer außer es ist. Außer sich selbst. Ja, solltest du mal sicher sein, bevor du irgendwie... Wie soll ich mich selber verdächtigen, wenn ich gar nicht Mörder bin? Ja, das kann ja jeder sagen. Ich bin kein Mörder, vielleicht bin ich halt einer. Ja eben, ja, also jeder könnte von uns... Jeder hat die gleiche Chance auf Mörder. Und also mal vor ganz allem, ehrlich. So Olaf krass würde sich nicht einfach von der Gruppe entfernen, weil es sich nicht lohnt, von der Gruppe sich zu entfernen, weil hier ist nicht keine Gadgets, die man einsam nehmen kann. Du kannst erst so tun, als ob du unschuldig wärst und dann bist du doch Mörder. Ja, dann bist du weggelaufen und dann, ja, du bist Mörder oder was? Also ich entferne mich ein bisschen von euch, ich weiß immer noch nicht, wer ihr seid. Komm schon, langsam wird's echt schlecht. Guck mal, wie er sich die ganze Zeit entfernt. Und oh, wer hat Angst eigentlich hier unten einen Dirtblock hingebaut, damit man auf den Lord Ecke von unten drauf kann? Das ist Absicht, dass das nicht geht. Wer hat eigentlich von euch Regeneration ausgemacht? Ich. Das eine Herz wird bei mir nicht mehr regeneriert, oder? Ich weiß, dass ich habe Herzen, die nicht mehr. Man wird nicht geheilt auf dem Server.
Wir sind hier zu dritt. Ja. Ich bin. Ich glaube nicht, dass es Olaf ist, weil. Weil Olaf müsste seine Chance nutzen, weil wir waren relativ oft getrennt, so. Naja. Und er müsste den im 1 gegen 1 gewinnen, weil 1 gegen 3 gewinnt er nicht, weil er halt echt noch nicht lange Minecraft spielt. Ja, 1 gegen 1 gewinnt er auch nicht. Schon, wir könnten mal, vielleicht... Wir könnten also uns am verdächtigsten finde ich im Moment Leander, so. Nein, aber danach kommt Günther und danach Olaf. Ja, okay, wir könnten uns aber auch alle auf einen Punkt konzentrieren. Ja, also, auf dich. Nein, nein, die kommen mir schon zu nah. Das ist schon irgendwie... Guck mal, was laberst du denn jetzt? Am Ende ist es der, wo man nicht denkt, der es ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir gerade über dich reden. Ja, weil es das Einfachste für euch ist. Aber er konnte auch mal andere irgendwie. Das Einfachste. Warum sollten andere verdächtigen, wenn sie nicht verdächtig sind? Ja, weil wir sonst alle sterben. Denk doch mal darüber nach. Alter, hat jemand gerade jemanden geboxt hier? Ich hab eine Nadel mit der Faust, ja. Ich hab nur einen Pfeil in der Hand, ich kann gar nicht mehr oder sein. Das ergibt keinen Sinn, Lord Ecke. Ich hab auch einen Pfeil in der Hand, ich kann kein Mörder sein, Bruder. Es stimmt, sogar ich kann Sinn. Entsteht. Hi, Olaf. Wie schreibt man denn Innocent? Also, Olaf hätte jede Möglichkeit, mich zu töten gerade. Okay, also wenn du tot bist. Wir merken es ja, wenn du die Fresse hältst. Aber ich glaube irgendwie, die sind es beide nicht. Ich glaube, es ist die Möglichkeit, mich zu töten. Also ich glaube, es ist der andere, da bin ich. Ich glaube eher, es ist Günther oder Olaf. Ein Hit und der andere ist... Warum wähle ich das Schwert aus? Ich glaube, Matt gewinnt es nicht. Warum schlägst du automatisch? Wo bist du? Wo bist du, Günther? Wir sind beide auf dem Lord Ecke. Ah, okay. Einer von euch ist tot. Nee, er lebt leider noch. Okay. Olaf, sag mal was, damit die wissen, dass du noch lebst. Ja, ich lebe ja schön, ich sehe ihn. Ja, okay, ich sehe euch beide. Du hast ins Schwarze. Also, wir haben uns alle gleich alle im Blick. Das heißt, wenn ich sterbe, kann mich bitte einer beobachten, falls ich sterbe, wisst ihr, wer Mörder ist. Es muss einer von euch beiden sein. Ich und Olaf. Warum nicht einer von euch? Ja, ihr killt euch gerade nicht gegenseitig, weil wir euch sehen. Deswegen. Ja. Wie wär's mit? Wir killen mich und wir killen Leander. Warum? Könnten wir machen. Könnten wir, aber. Aber jetzt mal, Olaf, Günther bin ich, stehen seit einer halben Stunde hier oben und haben uns noch nicht getötet, obwohl das mit einem Hit. Ich meine so, klar könntet ihr, aber wenn wir dann beide nicht Mörder sind, ey, lass das mal. Yes, ich hab das auch getroffen. Mit dem Bogen. Ich ziehe ab. Nur das Problem ist, wenn sich herausstellt, dass Matt Kubinski und ich beide nicht Mörder sind, dann müsst ihr euch gegenseitig aber schnell töten. Dann würde ich sagen, dass es Günther ist. Ja. Weil ich glaube, Mensch, Kubinski und ich. Olaf muss die 1 gegen 1 Situation nutzen. Ja, ich glaube auch, dass es Günther ist. Aber mal im Ernst, bei meinen PvP-Skills wäre es bei mir nicht viel anders. Ja, klar, aber er könnte sich da einfach unterschleudern. Lord Ecke hat Matt getötet, Lord Ecke ist es. Nein, ich weiß nicht. Digga, denkst du, ich bin blind? Aua. Ey, warum geht ihr alle auf mich? Was nicht, Mann? Matt Kubinski ist aus Versehen zu mir hingegangen. Schon, dass das Spiel vorbei ist, ich war Mörder. Echt? Dann sag doch was, wenn du stirbst! LOL! Ich hab dich aus Versehen gekillt! Ich bin in seinen Schuss gesprungen und ich war schon low. Scheiße, Digga. Ich war mir jetzt sicher, dass Lord Ecke es ist, weil er erst zu mir hochschießen wollte und dabei noch dich getötet hat. Ich muss halt einfach mal eine neue Tastatur kaufen, aber meine Tastatur ist echt ziemlich laut, habe ich gemerkt. Ich habe eine neue. Los. Ja, ich kann es aber nicht. Ja, fand ich auch. Übrigens, ich möchte anmerken, wer mich tötet, ist böse. Ich habe nämlich ein Herz-Handicap, wie gesagt. Warum sehe ich mein Herz nicht mehr? Das ist auch leicht nicht falsch an. Hast du ist F1 gedrückt, Lord Ecke? Was? Hast du mit F1 gedrückt, dann siehst du deine Herzen nicht. Nee, ich sehe. Also ich sehe F1, ich sehe trotzdem meine Herzen immer noch nicht. Hä? Bist du im Game Mode? Oh, ich bin in Game Mode 1. F1 drücke, dann schalte ich den Ton aus. Lord Ecke! Nee, jetzt bin ich da. Ich bin nicht da. Du bist nicht da, aber du bist. Ich sehe euch alle übrigens. Und bei mir leckt's. Ja, Jungs, warum sind jetzt alle so leise? Mann, ich hab ein halbes Herz verloren. Wow, ich will ja jetzt keine Schlüsse ziehen, aber Olaf redet irgendwie mehr. Ganz ehrlich, ich merke, dass
weder Olaf noch ich heute schon Mörder waren. Das stimmt. Ich war schon dreimal. Eben. Nee, zweimal. Das wird doch eher weniger, dass er nochmal ist. Hey, Schocks ist gleich. Aber ich bin in Ordnung. Was machst du ja. da? Kann ich, wen kann ich ver- Man kann da nicht hin. Hey Jungs, jetzt mal alle hier zuhören. Da soll man auch gar nicht so hinkommen. Kann mir mal irgendeiner zuhören? Ja. Danke. Ja. Also, wem kann ich vertrauen? Uns alle. Okay, Leander ist es. Mir. Kannst mir nicht vertrauen. Hier kann ich dir vertrauen? Kann ich dir meine Karte droppen? Nee, kann... Ah! Lord Ecke! Ich bin gerade eben im Boden gespawnt. Fuck. Oh. Ja, ich musste mir echt mal eine Lederrüstung verschaffen, das ist echt. Hast du ohne Rüstung gezockt? Ja, ich wusste zockt die ganze Zeit ohne Rüstung. Sag mal, Olaf, denkst du eigentlich noch dran, dich heute mal zu bewegen? Ich bin doch gerade besiegt, ich muss gleich mein Gameboard wechseln, weil mein Spawnpunkt steht. Ich bin tot, dann ist die Runde rum. Nicht funktioniert. Willst du mir jetzt erklären, dass ich hier zu wenig EP habe, um mein Schwert umzubinden? Oder? Wenn du noch einmal deine verschissene Falltür offen lässt, banne ich dich. Matt Kaplitzki, du bist ein bisschen auffällig, weil du gerade mich darauf angesprochen hast. Eieiei. Wir sind jetzt in der fünften Runde für heute. Ich will nicht sagen, dass bisher dreimal Matt und zweimal Lord Eckemörder waren. Ja, ja, und jetzt einmal noch Günther. Ja, genau, einmal ich. Also, ja, klar, gut. Es würde passen, wenn ich jetzt oder Matt Kaminski wieder Mörder wäre, aber warum nicht du? Könnte es niedrig, dass nicht der Günther oder der Olaf machen würden, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich hoch. Eben, ihr könnt... Die Wahrscheinlichkeit ist immer gleich hoch, egal was man schon war. Eben. Ich glaube, ihr könntet beide das sein. Ja, wir auch. Ihr könntet es genauso wahrscheinlich sein. Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist nur enorm. Oh, guck mal, allein deswegen. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer höher. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass ihr irgendwann auch Mörder werden würdet. Nein. Die Wahrscheinlichkeit ist jede Runde dieselbe, dass wir Mörder werden. Ja, aber wenn man es tausendmal versucht, seid ihr auch irgendwann Mörder. Anscheinend nicht. Ja, genau. Ich glaube irgendwie... Das okay, ihr habt recht. Okay, mein Argument war kacke. Tut mir leid. Was sind eure ersten Verdachte? Lord Ecke. Verdachte? Das ist ja Fallschaden. Ich würde sagen Lord Ecke oder Olaf sogar. Olaf, was ist dein Verdacht? Lord Ecke oder du? Boah, Lord Ecke, du hast mal wieder ganz schön viele Stimmen. Warum denn? Warte mal. Ich glaube irgendwie, dass Olaf es doch nicht ist, weil... Wenn er jetzt ein Mörder wäre, hätte er gesagt, dass, also weil ich ihn verdächtig hätte, dass ich's bin. Aber er hat mich nicht verdächtigt. Entweder das oder er denkt nicht so weit. Ja. Wenn man's so sieht. Was du überhaupt mit dem Lord Ecke da oben? Was soll ich hier machen? Ich bin hier jede Runde. Ey, wie geht's? Ja, ich weiß nicht mal, wie das geht. Komm mal runter hier. Orangenes Geschenk, Leiter runter. Total ist das orangene Geschenk da hinten rein und da ist eine Leiter nach unten und da ist ein Knopf. Und nicht das grüne Geschenk, sondern das orangene. Genau, du bist der. Du bist der. Ja. Ja, warum gehst du da hin? Ich hab ein bisschen Angst, dass Günther das ist. Hier auf dem Bauer hoch. Hallo. Oh Gott, also wenn ich tot bin, ist es Günther so. Was machst du da? Ich hab mich extra so hingestellt, dass er mich nicht runternocken kann. Ich nenne das hier in so einem Wasserkram. Vielleicht willst du mich auch einfach nur runternocken. Nicht, dass er dich auf die Mauer klettern kann. Ich will dich nicht mal hinkriegen, du springst ja eh die ganze Zeit über mich drüber und um mich rum. Traust du dich, mir deinen Zettel zu geben? Junge! Wir sehen euch übrigens, wenn einer von euch... Ich stopp dir meinen auch als erstes. Schwert gesagt hat. Ich stopp dir meinen auch als erstes. Was ist? Ich stopp dir meinen auch als erstes. Ich muss sagen, nein, Junge, Zettel droppen machen wir ohne. Das ist ja übelst der miese Vorteil dann. Wo bist eigentlich, du überhaupt? Du bist zu schade. Eigentlich hat sich das immer mehr ins Positive verändert irgendwie. Hä? Okay, warte. Kannst du zaubern? Du bist die ganze Zeit um mich rumgesprungen, dann denke ich, mir reicht's, ich kletter runter. Guck nach unten, auf einmal bist du vor mir auf der Leiter. Du leckst ein bisschen. Ich will gerade nur sagen,
Also, wir machen ab jetzt nicht mehr das mit dem Droppen, aber warum hast du es abgestritten? Wenn du innocent wärst, hättest du also ja nichts dagegen. Weil es unfair ist, überleg doch mal! Das ist richtig mies! Das ist wie so die Traitor-Tester im originalen TTT, die sind auch übel unfair! Was geht's denn jetzt? Darum, dass ich meinen Zettel ihm nicht droppen wollte, damit er sieht, was ich bin. Ich hätte ihn auch als erstes gedroppt. Finde ich auch, man sollte auf keinen Fall das machen. Das auch wenn man Inno ist, das dann. Weil jeder könnte Mörder sein und es dann irgendwie. Wer nicht droppt, ist Mörder. Beim Dropper ist es doch irgendwie so, dass es egal ist, wo man das Zettel hin tut, oder? In der Regel ja. Ich glaube, es ist Günther oder Leander, aber eher Leander, wenn ich ehrlich bin. Hey, warum ich jetzt schon? Das würde auch gut ins Muster passen, dann wärt ihr beide dreimal gewesen. Meinte das, weil ich mit der Wahrscheinlichkeit. Nichts mit Wahrscheinlichkeit, das ist immer gleich. Meint ihr, weil ich das mit der Wahrscheinlichkeit gesagt habe, bin ich Mörder oder was? Hat irgendwer eine Ahnung, wie man Regen dauerhaft deaktivieren kann? Hey, warte, ich bin geschrieben, dass hier kein Geheimgang ist! Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Günther. Ich glaube, Günther ist tot, weil er in das Loch gesprungen ist, bei dem steht, dass da kein Geheimgang ist. Das war das Loch, bei dem es nicht steht! Das Loch dort steht, dass kein Geheimgang da ist, es ist ein Andres. Hey, und Olaf, wo spawnst du bitte? Keine Ahnung, mein Mensch, funktioniert nicht. Dann darf der Olaf Lindon eigentlich sagen, ob er Mörder war oder nicht? Warst du Mörder oder Inno? Inno. Wow. Lord Ecke lebt immer noch. Ich hab ein bisschen Angst wegen Günther. Ich hab Angst wegen Lord Ecke. Aber das könnte auch schon wieder mit Geblinski sein, dann wäre das schon zum vierten Mal. Drauf, dass keiner ihn verdächtigt. Aber es ist doch scheißegal, wie oft jemand war. Ja, ist auch egal, ich weiß, trotzdem. Ja, das ist jetzt halt eben das Argument. Das ist eigentlich das Scheißargument und Lord Ecke bringt's die ganze Runde. Ich weiß, es gibt keinen Sinn. Ich hab Scheiße gelabert. Ja, du wirst gut im Gehirn spielen. ich hab doch Lord kein Ecke Gehirn. Hat ja kein Gehirn. Wie soll er da Gehirnspiele beherrschen? Ja, klar, aber ich meine. Ja, klar. Okay. Ich bin dafür, Lord Ecke umzubringen. Er sagt einfach, ja klar, als ich sage, er hat ja kein Gehirn. Naja. Ich glaube, es ist Leander. Das ist eine 50-50 Chance. Entweder Günther oder Matt Kaplinski. 50-50. Gut, also, 50-50 oder vielleicht auch du. Das heißt, ich könnte einen von euch killen und dann wäre es für mich eine 5% Chance, ob einer von euch ein Mörder ist. Ja, vielleicht bist du es ja auch. Ja, wahrscheinlich sagt er jetzt, ja komm. Folgt ihr mich beide jetzt gerade? Ich werde dafür beide um. Ich werde Leander töten. Lass uns Leander töten. Aber egal, wenn ich getötet werde. Nein. Der Günther ist Mörder. Der Günther ist Mörder. Leute, greift mich an. Der Günther ist Mörder. Du hast ihn angegriffen, Günther. Ich war's. Ja. Wow! Egal. Okay, ja. Ich hätte was gesagt. Ich würde jetzt nicht vor allem verdächtigen, aber. Warum denn? Hä? Leander, man braucht niemanden. Guck mal, du hast als erstes gemacht, ne? Und ich war vor dir an der Map. Und wenn du vorher innocent warst, hast du ja übel lang die Sachen gewechselt. Also, du hast übel lange da in diesem Raum gestanden. Doch gar nicht. Toll, der leere Schild. Nein, sag daran, weil ich meine Rüstung gewechselt habe. Olaf, das Schild ist nur da, damit das Wasser da nicht weitergeht. Ich weiß, wo du. Und warum hast du die gewechselt? Weil ich schon sehr low war. Yes, ich hab den wenigsten Schneemann gefunden. Meine hat noch nicht mal. Ja, okay, stimmt, die waren noch leicht grün. Stimmt, ich hätte die noch behalten können. Naja, ist jetzt auch egal. Ich hab Absicht, dass er auf die Mauer rauf kann. Geht von der Mauer runter. Nein. Matt Kaplinski, ich habe mir zwei Rüstungen für mich gemacht, weil ich wollte nicht bei der nächsten Runde dann wieder wechseln müssen. Oh, welcher Spaß, die hat eine Leiter zur Mauer gebaut. Das ist eine Treppe. Aber du hast recht, wenn es gelb ist, reicht es eigentlich noch. Das war unnötig, da hast du recht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst irgendwie, weil bei zwei Mördern ist das schon ein bisschen. Aber dafür braucht man auch nicht so lange, wenn man nur eine Rüstung noch eine zweite wechselt. Nee, du bist. Wir wissen nicht mal, ob zwei Mörder. Können wir nicht eigentlich ausmachen? Das ist ja auch nur einer. Und wie ist denn das eigentlich? Eigentlich wäre es besser, wenn man weiß, wer auch Mörder ist dann. Nein, man spielt ja gegeneinander. Aber für die Mörder, oder? Dann wissen die ja nicht, wer. Ja, genau das ist es. Die Mörder spielen gegeneinander. Okay, aber wenn. Okay, hast du. Und wenn der eine Mörder gewinnt, gewinnt der andere Mörder dann auch quasi so ein bisschen. Nein, die spielen gegeneinander zum dritten Mal.
Wenn nur noch die beiden Mörder leben. Und wenn eine Mörder den anderen Mörder killt. Oh mein Lord, Ecke verfolgt mich gerade die ganze Zeit. Du auch. Was, du auch? Du läufst hinterher? Ich laufe rum in der andere Richtung, ich laufe gerade im Schnee, Mann. Aber das Lord Ecke Mörder, ansonsten würde er diese Fragen nicht stellen. Vielleicht, weil ich sonst nicht weiß, wie die Spielregeln gehen. Ja, da vertraue ich Lord Ecke mal. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass Olaf halt ein... Der tritt auch Ich werde ja heute nicht Mörder oder so, wieso sollte ich denn? Olaf trägt so richtig demonstrativen Dirtblock in der Hand, so unter dem Motto, ja, ich habe keine Waffen, ich bin harmlos. Ja, ja klar, aber vielleicht bist du auch einfach nur von dir abgelenkt. Ich jetzt ein Bogen, danke. Ist halt so mies, wenn es vielleicht zwei Mörder gibt. Aber ja, ich vertraue keinem. Ich will auch kein Risiko eingehen, weil ich jederzeit tot sein könnte. Ja, von dir oder was? Nee, vom zweiten Mörder. Er ist ja Da konnten sich doch theoretisch auch aus Versehen zwei Mörder gegenseitig killen, wenn der eine denkt, der andere wäre Inno oder so. Wie gesagt, die spielen doch gegeneinander, das ist doch. Ja, das ist verlustig. Verlustig, ja. Und wenn ein Mörder stirbt, muss er gucken in der Lobby, ob das andere Mörderschild noch im Drop ist, damit wir wissen, ob es überhaupt einen zweiten Garten bringt. Wenn man Inno ist und stirbt, dann macht man das nicht. Sag mal, wieso ist das hinten ein Waldbrand? Also, das ist da, wo wir neulich unser tolles Battle hatten, Olaf. Ich weiß, trotzdem. Warum brennt das noch? Und warum seid ihr alle auf einem Fleck? Ja, Leandra löst sich die ganze Zeit von der Gruppe ab. Olaf verfolgt irgendjemanden. Ich schwöre, ich würde sowas von ihm verdächtigen. Ich verdächtige eigentlich alle. Ich glaube, irgendwie Lord Ecke und Olaf sind Mörder. Wollen wir sie töten? Das wäre ein bisschen mies, vielleicht. Weil selbst wenn sie es beide sind, dann haben wir ein 2 gegen 2 mit schlechteren Waffen. Hey ja, aber ich habe PvP-Skills. Stimmt. Das Traurige ist, dass er recht hat. Ich bin übrigens gerade alleine bei Lord Ecke, aber er läuft weg. Junge, warum sagst du sowas? Wenn ich jetzt Mörder wäre, wäre das unfair. Das wäre nicht unfair. Aber ist egal. Warum redest du denn darüber, dass es unfair wäre, wenn aber du doch, kein Mörder bist? Stimmt, Günther könnte Mörder sein, um davon abzulenken. Achso, okay, gut, sorry. Ja, also, ich glaube, Lord Ecke ist einer. Ich auch. Dann, na, guck mal, er soll nicht unfair sein. Erstmal ganz ehrlich. Es würde ihn nicht die Bohne jucken. Ich bin doch jede Runde verdächtig. Wie bei ihm so. Ich will die Zelle nicht droppen, weil ich es bin. Also, er war es ja auch. Aber das Ding ist halt, ihr denkt doch sowieso oder so, dass ich immer Mörder bin. Ist doch dann egal, wie ich mich fühle. Weil du immer so auffällig bist. Ich weiß, aber. Dann darfst du halt nicht so aufhören. Okay. Ich glaube, dass Lord Ecke das ist, weil ich würde kein Wort sagen oder so, ja, okay, wenn, ihr habt schon recht. Ja, dann so, nee, das wäre ja unfair. Es würde mich nicht die Bohne jucken. Ja, das stimmt schon. Ja, das macht mich schon verdächtig, Kürzen, ja. Ja, stimmt, da habe ich mich ein bisschen verdächtig gemacht. Das stimmt schon. Ja, weil du es bist. Ich hätte schon längst gehandelt, wenn das so wäre. Vor allem, ich habe auch nicht gehandelt. Warum ist noch keiner tot? Ich meine, warum noch keiner? Weil du noch keinen getötet hast. Was ist mit mir? Lord Eckert hat sich wieder verraten zum Teil. Also, ich habe noch nicht. Warum habe ich. Ich hab noch nicht gehandelt, wenn ich Traitor wäre. Und dann so, warum ist noch keiner tot? Weil du nicht gehandelt hast. Ja. Wollen wir Lord Ecke killen? Ich wäre schon dafür. Zu dritt? Dann ist aber einer von euch auf jeden Fall Mörder noch. Muss nicht. Muss nicht. Es kann auch nur einen geben. Es gab 5 Machen wir? Und Dropper. Töten wir ihn? Ey, das ist aber... Dann tötet ihr den Inno, das wisst ihr. Okay, das wissen die wir. Aussage war für mich jetzt endgültig. Wir töten ihn. Oh mein Gott, Sorry, Matt, ich hab dich getroffen. Ich wollte auf Lord Ecke schießen. Nein, er hat mich auch getroffen. Lord Ecke war Aua. Ein Mörder. Halbes Herz. Ja. Junge. Wir gucken, ob noch ein anderer Mörder im Spiel ist. Günther, hast du mich gerade angeschossen? Sorry, ich wollte auf Lord Ecke schießen. Okay, du bist es, Der Innocent Bob macht 5 Herzen Schaden. Ich hab nur noch 3 AP. Töte Günther. Was für Günther? Nein. Natürlich nicht. Natürlich, Junge! Warte mal kurz Pause, ich muss mal kurz gucken. Kurz greift niemanden an. Der Lord Ecke muss gucken, ob es überhaupt noch einen Mörder gibt. Ja. Nee. Es gibt keinen mehr. Nee. Siehst du, ich bin Enomad! Okay. Weil das Problem wäre sonst, wenn du jetzt einfach nein sagst. Olaf! Deine verschissene Falltür!
Runde geht los. Und ich muss sagen, ich glaube gleich, Olaf ist es wieder mal nicht. Weil sonst würde er nicht freiwillig mit nur einem halben Herz in die Runde gehen. Ja, warum? Ja, das kann trotzdem nicht sein, ja, oder? Mit einem halben Herz, der stirbt durch alles. Ich glaube, das ist nur eine List, oder? Bei mir, weil ich bin gerade bei Lady Mod, bei mir steht, dass er gar keins hat. Okay, what the fuck? Ich hatte doch alles. Alter, das ist erlaubt, wenn man Mods drin hat. Ja, solange sie jetzt irgendwie nicht das Inventar von dem anderen. Aber das ist ja doof, wenn man sehen kann, wie viel Herzen andere Leute haben. Aber das hat doch gar keinen, Alter. Ohne Spaß. Das ist nicht schlimm. Ich meine, dadurch passiert der Gegner ja nicht mehr oder sowas. Also ich kann dir noch das Inventar vorgeben. Wenn man ein bisschen Ahnung von Minecraft hat, kann man abschätzen, wer was ist und so. Also ich habe jetzt noch hier so ein Mod offen, wo ich das Inventar von jedem von euch sehen kann. Kappa. Ich meine nur, wenn ihr es so machen wollt, okay, aber... So ist es. Ich könnte jeden Moment wahrscheinlich bringen. Ich könnte jetzt einfach... Das wäre auch lustig. Gut, jetzt weiß es ja jeder. Vielleicht denken aber auch alle, du hast mich getötet. Ich bin versteckt. Hallo, Matt schlägt. Matt! Oh, ich hab einen Halm. Junge. Ich glaube, Matt ist, glaube ich, Mörder. Junge, er ist einfach runtergesprungen. Der Gunther war, glaube ich, in der Nähe und ist gerade tot. Ja, er ist in der Nähe, weil er von diesem Scheiß gesprungen ist. Lass mal zu Matt Kaminski gehen. Wo bist du? Junge, ich bin hier. Er ist von dem Ding runtergesprungen. Er ist von dem Ding runtergesprungen. Um mich zu ver... Bist du behindert? Junge, Leander, es ist so krass. Olaf, geh auf Leander. Nein, geh auf ihn. Ich weiß das, wirklich. Ich bin mir da richtig sicher. Genau, Junge. Junge, geh auf Leander. Warum? Ja, schön, ich bin mir sicher, dass du es bist. Olaf, hilf mir doch mal, Mann. Ich kann doch nicht oben nicht mehr rein. Junge, was bist du? Gewonnen. Mann, oh Gott, seid ihr mit. Er hat seinen Spawnpunkt immer noch nicht. Ja, ist mir auch klar. Ich sag extra noch so, ja, ich könnte hier jetzt runterspringen und er sagt sogar noch, ja, wenn du das machen würdest, dann. Wird aber jeder wissen, dass du das nur deswegen gemacht hast. Und auf einmal brülle ich Matt und hör auf zu reden. Ups. Los! Was sind das eigentlich für Geräusche, Matt? Hast du eine Krankheit? Genau. Ich will mich nicht anstecken. Matt Kaminski ist ein bisschen verdächtig. Ich sag ja, Matt Kaminski ist ein Autist. Ja. Autismus kickt. ASKS-Kinder bringen Klicks. Digga, hast du schon wieder das da unten so gebaut, dass du von unten hier hoch kannst, oder? Nein, ich bin einfach hier ins Geschenk gegangen. Ich bin meinem schon bevor es losgegangen ist. Wer hat den Bart kaputt gemacht? Der war irgendwie letztes Mal schon. Da. Ja, guck. Oder du bist einfach so hässlich und du merkst es gar nicht. Guck hier, warte. Ich vervollständige mal deinen Bart. Alter, ich dachte schon, du willst. Er ist halt rasiert. Die Seite hier ist halt rasiert. So, okay, gut, das sieht schon besser aus. Das sieht doch gleich besser aus. Schleichwerbung ist überall. Übrigens steht Olaf da hinten auf dem Schneegebäude. Wir töten ihn. Okay, Matt ist mir ein bisschen aggressiv. Ja, mir auch ein bisschen, aber es könnte... Töten! Andererseits hat Olaf bisher immer noch nicht Mörder. Ich hab angeschossen! Von Leander! Ja, aber ich glaube, dass du Mörder bist, weil du auf Olaf Nünn gehen willst. Ich glaub nur, dass du Mörder bist, weil du auf Olaf Nünn gehen willst. Ja, ich bin auch erst Mörder. Wenn du mich jetzt killst, wenn Leander mich jetzt killt. Wenn Leander mich jetzt killt, killt ihn auch. Ich bin's nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich lass dich mal in Ruhe. Warum schießt du dann trotzdem die ganze Zeit, nur weil du verschießt? Extra daneben geschossen, weil ich nicht. Die Ecke ist schon stark verletzt, wenn er einfach auf dich schießt. Ja, weil er auf Olaf Nünn gegangen ist. Und ich hab ihn mit der Faust geschlagen aus Joke, Junge. Ja, kann ja sein, dass Olaf ein Mörder ist. Also entweder Matt Kaminski oder Olaf... Warum hab ich 2,5 Herzen? Also ich würde Olaf Nünn oder Matt Kaminski sagen. Ich würde Lord Ecke oder Matt sagen. Ja toll, jetzt habe ich 2 Herzen weniger. Toll, so ein Scheiß. Ich würde schon wieder... Weiß nicht genau. Ich würde schon wieder Leander sagen. Leander oder... Ich glaube irgendwie ist es Olaf. Wie öffnet man eigentlich noch mal einen Traitor-Shop? Kann ich mir irgendwie 2 Herzen wieder schenken? Ich hab hier gar nicht. Ich hab 2 Herzen verloren. Ich hab die Map gebaut, mir ist schon klar, dass es keinen Traitor-Shop gibt. Ist man selber schuld, wenn man 2 Herzen verliert? Ja. Okay. Vor allem, wenn man Lord Ecker heißt. Es hat nicht, ab wann man Herzen verliert, hab ich ja verhört. Dass man noch 2 mehr verlieren muss.
Ich wäre echt dafür, dass wir Leute töten. Du jetzt auf den Baum. Warum denn? Ey, Matt Geblinski ist wirklich total aggressiv. Aggressiv und wendig. Und weißt du, warum ich aggressiv bin? Ja. Damit ich irgendjemanden verdächtigen kann. Ja, ja, jetzt können wir direkt dann. Ja, okay, tötet mich und tötet Leander. Nee, tötet erst Matt Geblinski und dann mich. Ja, ja, komm. Ich bin gerade in einer etwas ungelegenen Situation zum Töten. Ich stell mich hier frei. Ich stell mich frei. Ja, ich auch. Wer mich töten will, kann's gern, aber mit Geblinski darf mich nicht töten. Weil ich. Olaf! Alle Jahre, ich kann die beiden jetzt killen! Ja, ja, Leander. Alter Mann, das ist ja schlimmer als wenn der Jan hier mit uns spielt. Warum denn? Der Jan und hier, der Robin, haben sich die ganze Zeit verdächtigt. Gegenseitig. Und du meinst ich und. Nein, ist das noch schlimmer. Ja, guck mal, Leander und ich waren die einzigen. Ach so. Du meinst, weil ich mit Geblitzgesicht auch nicht gegenseitig. Ja, ich verdächtige nur die, die es sind, deswegen. Ja, ja. Ich bin nämlich hier vertraut, Olaf. Ja, Günther könnte es auch sein, weil der irgendwie so komisch ruhig ist. Komisch ruhig? Du sagst immer, entweder rede ich zu viel oder zu wenig. Ist halt ey, eben, beides ist verdächtig. Und auf einmal jetzt. Wo du es bist, safe. Ja, natürlich. Dann fängst du jetzt an, so richtig die ganze Zeit zu babbeln und jemand anderen zu beschuldigen. Das merkt man. Das merkt man auch bei mir, das weiß ich ja selbst. Ich mach da auch noch Fehler. Ja, wenn ihr wollt, dass es einen Unschuldigen mehr gibt, dann tötet mich halt, aber. Wir machen alle Fehler und dann gibt's Lord Ecke, der ist ein Fehler. Ja, genau. Nicht mal ernsthaft. Wenn ihr mich killen wollt, dann killt mich halt, aber das gibt halt einen Unschuldigen weniger, den tut man dann. Ja, den hast du schon mal gebracht und dann warst du Traitor. Seid ihr gerade. Also langsam wird's also langweilig. Wenn ihr euch sicher seid, dass einer von euch beiden Mörder ist, dann könntet ihr gegeneinander kämpfen. Ich hab 3,5 HP. Ja, das sagst du jetzt mal du, weil Günther als Mörder ist. Deswegen sagst du das. Ich bin genau, weil ich Mörder bin. Ihr beide gegeneinander kämpfen, ja. Wird er wahrscheinlich Mörder sein. Ja, weil du willst uns gegenseitig töten, damit du nicht stirbst. Damit der Mörder endlich krepiert, verdammte Scheiße! Es ist doch nicht so. Töten wir uns gegenseitig! Ja, lass uns doch gegenseitig töten! Junge, es ist doch einer von euch gelabert die ganze Zeit, nur ja, der ist es wirklich. Ich kann gar kein Mörder sein, ich hab nur 2,5 Herzen verloren. Ich glaube, es ist Günther. Ja, ich auch. Ich gewöhne an, mein Mikro während der Runden auszuschalten. Wenn ich zu viel rede, bin ich Mörder. Wenn ich zu wenig rede, bin ich Mörder. Nicht deswegen. Ja, ich weiß nicht, wie sie das hält. Hält einfach auffällig, Günther. Das ist halt so. Also, ich bin auffällig, sagt Lord Ecke. Einen kurzen Lacher, bitte. Ich füge hier einen ein. Okay. Ja. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, hier einen Lacher einzufügen. Nimm mich doch mal ernst. Also wirklich. Dich kann man nicht ernst nehmen. Jetzt mal for real. Okay, wir machen es jetzt. Wir töten Günther. Dann, falls er es nicht war, töten wir Leander und dann töten wir mich. Und dann war es Olaf. Ja, okay, könnt ihr nicht. Wer ist für den Plan, Günther zu töten, damit es einfach angeht? Wer ist für den Plan, dich zu töten, damit du dich nicht so langweiligen musst? Wenn einer von euch Mörder ist, killt doch bitte mal einen, damit es wenigstens einen weniger gibt. Ey, wer hat mich angeschossen? Matt hat auf Olaf geschossen. Matt hat auf Olaf geschossen, das heißt, einer ist von euch schon mal Mörder. Also Matt oder Olaf meinst du jetzt? Nee, ja, nein, aber wenn auf Olaf geschossen wurde, dann muss es ja Matt sein. Matt hat daneben geschossen, Jungs. Ich hab doch komplett daneben geschossen. Deswegen hab ich also 2,5 Herzen oder so verloren. Ja, ich hab ihn getroffen. Komm, oh, mitgehen wirklich. Ich glaub, ja, also ich hab voll gespannt. Ich glaube wirklich, das ist nicht mein Ernst. Das ist nicht passiert. Du bist in die Falle gefallen. Ich hab nicht hingeguckt und bin in ein Loch gefallen. Ich war Mörder. Lol. Ich sag's doch. Ich hatte recht, dass du Mörder bist. Der beste Tod im Team. Mann, wurde ich jetzt noch gekillt? Ich hatte den besten Tod, ja. Also bitte.